tonight. We're going to have on this duo. Herzlichen Dank, das war das Incredible Herrenballett. Kann man mal sehen, dass Protest auch richtig Spaß machen kann. Den Fehler mache ich immer. Das habe ich schon in der Presseerklärung fertiggebracht. Und das sind so irgendwelche komischen Verbindungen, die ich irgendwie nicht im Griff habe. Gut, Protest soll auch Spaß machen. Kommen nochmal wieder, ja. Es ist versprochen. Wir haben heute einen Infotainment-Abend. Da geht es also immer ein bisschen um Politik und dann um Kultur. Also Attac ist der Kritik an der Freihandelspolitik von seiner Geburt an eigentlich verbunden. Also Attac ist 98 entstanden und es gab 1995 schon mal den Versuch, alles das durchzusetzen, was jetzt wahrscheinlich in diesem Freihandelsabkommen drinsteht. Sonderklagerechte für Unternehmen gegen Staaten, totale Deregulierung und ähnliches. Und da ist erfolgreich mobilisiert worden. Es gab 1999 eine Konferenz in Seattle in den USA. Dort wollte man all dies durchsetzen in einer WTO-Konferenz. WTO ist die Welthandelsorganisation. Und das ist schiefgegangen, weil nämlich die Zivilgesellschaft erfolgreich protestiert hat. Und die ist richtig gehend geplatzt. Der Clinton wollte dahin kommen und ist dann lieber in Washington geblieben, weil nämlich die ganzen Straßen besetzt waren. Das war einfach toll. Der große Erfolg der Zivilgesellschaft, der wurde dann weitergetragen nach Genua, wo man mit Waffengewalt der Polizei gegen die protestierenden Menschen vorging. Und sie haben es bis heute nicht geschafft, ihr Ziel einer total liberalisierten Welthandelspolitik durchzusetzen. Aber das Problem ist, dass eine Hydra mit ganz vielen Köpfen, hat man einen abgeschlagen, wächst der nächste nach. Und so haben wir es jetzt eben mit TTIP zu tun. Wie immer macht man, wenn man viel zu verbergen hat, alles im Geheimen. Und die nächste Stufe kommt auch schon. Es ist jetzt schon von einem weiteren Abkommen die Rede, wo seit 2012 verhandelt wird, von dem die gesamte Öffentlichkeit nichts wusste. Das Abkommen heißt TISA, das heißt Trade in Services Agreement und behandelt also die Dienstleistungen. Diese Verhandlungen würden darauf hinauslaufen, dass, wenn zum Beispiel eine Stadt irgendwann mal das Wasser privatisiert hat und merkt, das Wasser wird aber nur schlechter, und es wird nebenbei auch viel, viel teurer. Und wir wollen dies zurückdrehen, wir wollen es wieder kommunalisieren. Dann darf man das nicht. Und dieses Abkommen wird im Moment verhandelt. Das ist vor wenigen Tagen jetzt rausgekommen. Und wäre noch viel, viel schlimmer als TTIP. Ja, ich denke, wir erzählen da nachher noch ein bisschen mehr in den Infoanteilen dieses Abends. Aber jetzt denke ich, wollen wir erstmal wieder Spaß haben. Und dafür haben wir jemanden von der Truppenbetreuung geholt. Also wir sind die Truppe, wir protestieren, aber wir müssen immer wieder stark gemacht werden. Und dafür ist einer, heute Abend sind es ja sogar drei, ich greife mal den Ältesten zuerst raus, Arnulf Rating, bestens geeignet. Ich freue mich auf seinen Auftritt und begrüße ihn schön.